So, lalalala. Wo ist denn der Desinfektionsspender? Hallo? Haartrockner? Quatsch, der Handtrockner? Ach hier. Na klar, da ist er schön. Schon. So, und ich bin hier fleißig am Lokus basteln, wie man sieht. Warte mal, ich mach die... Nee, den setze ich nochmal um. Der ist ein bisschen ungünstig gesetzt, glaube ich. So, einmal hierher und einen da hinten noch hin. So, da ist er. So, auf beiden Seiten macht am besten oder am meisten Sinn. Ja, ich versuche das Klo jetzt mal ein bisschen anders zu gestalten. Es bieten sich ja nicht so viele Möglichkeiten hier designtechnisch einzugreifen, aber immerhin so ein bisschen, glaube ich, kann man da schon was machen. Denke ich mal. Ja? Ja, so. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück bei Two Point Hospital. Genau. So, was wollte ich hier drüben hinsetzen? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, das reicht einer. Ja, da reicht einer. Genau. So, ein Blümchen noch. Ein Blümchen und, Moment, fast vergessen. Ich habe es gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Genau. Der Heizkörper. Ich weiß nicht. Ich mache mal zwei rein, damit es schön mollig ist beim Kacken. So, huch. Na nü, das hat er noch nie gemacht, oder? Hat er einfach die... Ach so, weil das Zimmer noch nicht fertig ist. Die Wand ist sozusagen noch momentan noch virtuell. Und deswegen kann ich auch die Objekte in die Wand einbauen, sozusagen. Genau. So, ich gehe mal... Nee, ich gehe noch nicht aus der Pause. Moment. Ich muss gerade mal noch ein Pflänzchen setzen. Können wir hier machen. So ein bisschen wieder... ja, oder dahin. Ja, ist nicht so optimal, aber es geht schon. Warte mal, ich hol mal die Pflanze noch ein bisschen weiter nach vorne. So. Hängen wir noch ein bisschen bunte Bildchen an die Wand. Hängen wir dann dahin am besten. Was passt dann eigentlich auf dem Klo? Der Hund? Den Hund haben wir so also selten. Oder? Ich glaube, im Pausenzimmer hatten wir den zu hängen. Den mache ich mal hier über die Heizung. Ja, kann man machen. Ist jetzt, ja, keine Ahnung. Zertifikat brauchen wir nicht auf dem Klo hinzuhängen. Eine Uhr. Oh, die Uhr. Ah, mach mal hier hin. So. Zack. Was nu? Hä? Warum? Ah, die hing wieder in der Wand. Alles klar. Hat sich das geändert? Ist irgendwas anders geworden, was mir da früher nie passiert? Sehr merkwürdig. Aber ist egal. So, ich gehe aus der Pause raus. Nachdem ich finalisiert habe. So, unser Klo ist fertig. Mussten wir natürlich auch bauen. War jetzt nicht als Anforderung, beziehungsweise als Herausforderung gesetzt. Sondern ich habe es von mir aus getan. Jawohl, damit unsere Patienten und unsere Mitarbeiter auch mal ja, defekieren dürfen und können. Und auch pinkeln. So, und wir haben hier oben rechts, sieht man es, habe ich am Ende der letzten Folge komplett übersehen, bilde einen Arzt in Forschung aus. Das ist, ach, warte mal, Moment, ich, bilde einen Arzt in Forschung aus, das muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Neue Krankheit entdeckt, schlechtes Bauchgefühl. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl, chronische Miesepetrigkeit aufgrund eines nihilistischen Grimmdarms. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Apotheke, natürlich, die Herausforderung nehmen wir an. Und, der Easy Scan ist ja schon kaputt, anscheinend, ja, okay. Weiterbildung benötigt. Lydia Kokolores hat im Beruf viel Erfahrung gesammelt. Sie kann zur Assistenzärztin befördert werden, sobald sie die benötigte Weiterbildung abgeschlossen hat. Eine neue Qualifikation wird ihre Fähigkeiten verbessern. Aktuelle Ausbildung, Nixe. Die Beförderung von Rang Medizinstudentin zu Assistenzärztin gewährt plus einen Weiterbildungsplatz, plus 10 Bewegungstempo, plus 10% Diagnosekompetenz und plus 10% Behandlungskompetenz. Ein Weiterbildungszimmer wird benötigt, um Mitarbeiter weiterzubilden. Genau das wollte ich gerade bauen. Wenn ich es noch kann. Ich kann es nicht, glaube ich. Ich habe keine Krone mehr. Nicht jetzt, wie jetzt? Achso, na klar, nicht jetzt geht nicht, weil, nicht jetzt geht schon, weil eben nichts an finanziellen Mitteln mehr vorhanden ist. Warte mal, was kostet das denn so ein Weiterbildungsdingsbums? Das ist teuer, glaubt. Nee, es geht noch, 7000, juhu! Das ist aber der letzte
Das ist das Letzte, was wir bauen können, glaube ich. Jetzt die Frage, wohin da mit dem Ding? Ich glaube, ich würde mal gerne in der Lobby bleiben hier. Ich mach das mal hier unten hin. Jo, Moment. Ja, ist gleich gut. Ist gut. So, und ich mach das mal gleich groß wie die anderen Zimmer hier in dem Gebäude. Ich gehe mal kurz in die Pause. Ich muss in die Pause, weil sonst verpasse ich zu viel hier. Oder ich habe immer das Gefühl, zu viel zu verpassen. So, Rednerpult? Ja, mittig. Warte mal, Moment. Achso, hier ist mittig. Also die Leinwand ist mittig, ist am besten. So, und Los Dulos. Wie viel machen wir denn da rein? Keine Ahnung, ich übertreib's mal, glaube ich, nicht. 6, oder? 3. Ja, 6 ist, glaube ich, ganz gut. So, warte mal. Wir könnten hier 8 sogar hinsetzen, glaube ich. Müsste passen, aber ich... Nee. Wir machen mal diesen hier, genau. So mit bisschen Luft. Ist, glaube ich, ganz gut. Oh. Okay, dann machen wir 5. 5, Quatsch. Das ist ja doof, oder? Wieder wie diese Scheißtür. Ich könnte natürlich so machen hier. Bisschen nach vorne, aber... Ich belasse es erstmal bei 5. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Weil, wir können nur einen quersetzen hier. Der Scheißebord muss in die Ecke, aber ich glaube, das ist... nee, wir lassen es. Wir lassen es. Lehrertisch, Lehrlingstisch haben wir. Aktenschrank. Ja, mein Lieblings... Item hier. Machen wir diesmal so lang. Abfalleimer. Okay, muss natürlich hin. Wo machen wir den hin? An die Tür? Ja, machen wir die Tür. So, Feuerlöscher, falls die da unterm Tisch kokeln. Klar, sehr wichtig. Bei Schülern immer sehr, sehr wichtig. Immer ein Akten... Feuerlöscher im Zimmer. So, dann den Heizkörper. Da mache ich auch 2, glaube ich. Mach mal einen in die Ecke hier. Und hier drüben auch. Oder hier hinten? Ja, mal diagonal drüber. So. Okay, dann haben wir einen Desinfektionsspender. Brauchen wir hier nicht, denke ich. Bücherregal sieht immer ganz cool aus, eigentlich in so einem Dingens in der Klasse. Warte. So. Oh, passt gerade so, aber wirklich gerade so. Millimeterarbeit. Forschung, Trophäenschrank, nö. Brauchen wir nicht. Ein Pflänzchen? Ja. Passt hier auch noch eins hin? Nö, natürlich nicht. Okay, so. Dann, das müsste so diesbezüglich schon reichen, denke ich, ein Grünzeug. Aktenschrank. Achso, warte mal, so ein Skelettmodell. Das passt doch eigentlich auch in der Schule, oder? Also in so einem Lehrerzimmer, wollte ich gerade sagen. Aber. Es ist natürlich ein bisschen groß. Nee, warte mal, das steht falsch. Ich muss das mal ein bisschen drehen. So. Zu den Schülern hin. Aber dann wird, warte mal, das mache ich anders. Das würde ich gerne in die Ecke machen. Nee, dieser blöde Aktenschrank muss der. Kann der nicht weg? Ja, der muss weg. Der passt jetzt hier. Achso, so ein Alarm. Ah, verdammt. Nee, das mache ich mal schräg. Ich belasse es mal bei dem Skelettmodell. Und das anatomische Modell wäre natürlich auch nicht so schlecht, oder? Kann man machen. So, auch ein bisschen diagonal. Geht hier rein. Ja. Mach ich mal dahin. Ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das geht schon. Das geht schon. So, ein Pflänzchen, beziehungsweise eine. Ich würde gerne so ein Pinboard noch hinballern. Ein Anschlagbrett passt, glaube ich, in so eine Klasse immer. Ja, für Projekte und so weiter, die anstehen. Bla bla. Wer mit wem und so. Klingt total komisch, aber. Zeichnungen? Nee, die passen hier nicht so. Aber eine Uhr muss rein. Eine Uhr muss immer in ein Klassenzimmer, genau. Hier mittig, damit ihr sieht, wann endlich die Stunde vorbei ist. So, Whiteboard. Ah, verdammt, kann ich nicht freischalten. Das wäre auch cool. Eine Kaffeemaschine, ja, passt hier nicht so wirklich hin. Okay, ich glaube, das könnte genug sein, oder? Hier noch ein bisschen bunt machen. Genau, das haben wir schon. Ach, ein Strandgemälde. Machen wir diesmal. Nee, das passt hier irgendwie nicht hin. Warte mal, das ist zu klein. Hier, ich nehme nochmal das Ding hier. Ja, so. Oder? Noch ein bisschen weiter rüber. So, dann müsste es mittig sein. Okay, und? Juhu! Alles klar. Unsere Finanzmittel gehen zur Neige. Ich weiß nicht, ob wir unsere Rechnung noch bezahlen können. Meinst du, wir brauchen einen Kredit? Ich denke schon. Und genau das ist es, was ich angekündigt hatte schon mal in einer der. Oh, in einer der letzten. 10 Folgen irgendwann mal im zweiten Krankenhaus, glaube ich, war das da.
ich lasse mal die Zeit weiterlaufen, da habe ich es schon angekündigt, dass das nicht mehr so einfach wird, dass wir jeden Schnulli bauen können und ja, und zwar, oh, wir warten 6 Leute, ich brauche unbedingt noch ein Arztzimmer, aber wie? Indem ich einen Kredit aufnehme, aber das mache ich gleich. Moment, Weiterbildung benötigt. Berti Marinade hat im Beruf viel Erfolg gesammelt. Quatsch, viel Erfahrung gesammelt. Ja, und so weiter. Kann zur Nachwuchspflegerin befördert werden. Und ich muss unbedingt... Ach, was ja geil. Warte mal. Jetzt kann ich direkt sagen, weiterbilden. Oh, warte mal. Zur Nachwuchspflegerin. Was ist denn das für ein verfügbare Kurse? Ach so, das ist ja ganz allgemein, oder? Diagnostik? Nachwuchspflegerin, braucht die allgemein Diagnostik? Personal mit der Weiterbildung 0. Mit der Ausbildung, Entschuldigung. Für Weiterbildung geeignetes Personal. Okay, machen wir nochmal. Ja, wir setzen da gleich noch jemanden rein. Alle. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt keiner mehr im Krankenhaus zum Arbeiten. Das ist natürlich auch doof, oder? Warte mal, wir müssen mal ein bisschen... Ja, wir dürfen nicht zu übertreiben, glaube ich. Nicht so sehr... Ich weiß jetzt gar nicht, wo die genau jetzt arbeiten. Okay, Ausbilder. Alter, wir haben keinen. Wir können den Ausbilder nicht bezahlen. Wir können den Ausbilder nicht bezahlen. Zu teuer. Warte mal, kann ich direkt in die Kredite hier? Ja. 50.000. 50.000, reicht das erstmal? Boah, ich muss es machen. Ich mach's einfach mal sehen, was passiert. Ach du Scheiße. So, ist das hier noch irgendwie aktuell mit dem... Nee, ist schon wieder raus alles, verdammt. Okay, wir nehmen erstmal Chefassistenz. Ist der ausge... verstehe ich jetzt nicht. Chefassistenz. Lerntempo 210%. Lerntempo 75%, 100%, 100%. 100%. Wir nehmen mal die unteren beiden erstmal. Verfügbare Kurse. Diagnostik. Mach mal. Alter, der kostet 10.000 mal 2. Ach du Scheiße, wir sind da schon. Unseren Kredit dann schon wieder los. Warte mal, haben wir nicht einen internen? Uiuiui. Nee, haben wir nicht. Ich ahne Schlimmes. Ui, Scheiße. Ja, jetzt müssen wir drauf achten. Jetzt müssen wir drauf achten. Im anderen Krankenhaus habe ich noch gesagt, ach Scheiße, ein neues dann außerhalb. So unwichtig. Haben wir genug Kohle? Oh, ich meine das... Ich komme jetzt schon an meine Grenzen. Guck mal, das ist alles leer hier noch. Und hier brauchen wir noch ein Zimmer. Eieiei. So, Moment, bevor ich das baue, ich muss das mal hier rein. Weiterbildung benötigt. Ja, jetzt nicht, geht nicht. Notfallstation. Einige Stationspatienten sind aus einem Orbi-Wellness-Center geflohen und hoffen nun auf weitere Behandlung andererorts und so weiter. Sollen die sie behandeln? Ja, was gibt's denn? 10.000 Dollar gibt's als Belohnung. Wo werden die aufge... Ach, Station, da steht's ja. Oh. Wir lesen ganz klar im Vorteil. Viele Mitarbeiter sind müde. Ja, ich weiß. Oh, Mann. Scheiße, Dreck. Oh, oh. Die würden gerne weitergebildet werden wollen hier anscheinend. Ja. Nee, Gastausbilder. Lehrt Diagnostik. Und sie, ach, sie ist eine Schülerin. Okay, sie haben die gleichen Zeichen im Kopf. Egal, ich... Oh, du Scheiße. Ist das mies. Jetzt wird's richtig fett. So, Zimmer. Ich brauche halt, genau, eine Arztpraxis. Die kann ich ein bisschen... Die könnte ich größer bauen. Allerdings, ich weiß nicht, was kostet die? Ist das. Wie ist das eigentlich? Was die kostet? Warte mal, Moment mal. Ich muss mal. Ja, mal abbrechen kurz. Die kostet 5.800. Aber das Minimaß, oder? Ist das egal, wie groß die ist? 5.8, mal gucken. Ich weiß nicht, wie groß ich die machen soll. Soll ich die wirklich. Ach komm, 4x4. Quatsch, 4x6. Okay. Weiß ich jetzt gar nicht, wie groß das, was das jetzt für Geld gekostet hat. Ich weiß nicht. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, mach mal diesmal so lang. Ja, was heißt, wieder ist gut. Das, ja, Aktenschrank. Oh, Scheiße.
Oh Mann, oh Mann, ich habe immer so ein Auge auf den Kosten. Das hatte ich nie. Oh feier. Eieiei. Oh Mann, und die ganzen Items, die kosten ja natürlich auch noch recht fett viel. Hä? Hallo? Ach so, andersrum. Uiuiui. Lass das mal dabei, dass ich wirklich nur das Nötigste hinstelle hier, weil. Oh. Heizkörper, die müssen natürlich rein. Würde ich gerne mal hier hinterhin. Kann man das dahinter bauen? Nee. Aber hier muss ich wahrscheinlich schon zwei hinbauen. Ich mache das mal. Na, ich weiß nicht wohin. Genau. Hier und da, oder? So diagonal. Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Die Kosten werden jetzt abgezogen, wenn ich fertig bin. Kann das sein? Wir werden es gleich sehen. Bücherregal. Ich. Nee, ich lasse es erstmal dabei. Nee, 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 nee. Ich brauche noch einen Arzt. Ja, die werden abgezogen, wenn ich. Okay. So, Arztos. Los, Arztos. Wir haben ja keinen Arzt. Oh, wir müssen ja hier. Angela. Okay, komm. 16.000. Oh. Ja, wir brauchen auch noch Mülleimer. Eieiei, guck mal hier. Apfelgriebsche. Nee, das sind Getränkepackungen. Oder Dosen, alte. Abgrieb, habe ich gedacht. Ist aber nicht. So, Moment, Pause. Quatsch, Pause. Machen wir gleich. Pause machen wir gleich. Melinda Halk, Pflegeschülerin. Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer, um mich von der harten Arbeit zu erholen. Wie sieht's aus, Chef? Herausforderung. Erreiche Stufe 4 mit dem Zimmer. Pausenzimmer. Zeitbegrenzung 180 Tage. Oh, Mann. Wir haben kaum noch Kohle. Alter. Ich muss es annehmen. Okay, und neue Krankheit, müde Knochen entdeckt. Station. Da haben wir ein. Warte mal. Okay, da steht jetzt okay. Ich kann gar nicht ablehnen oder zustimmen. Uiuiuiui. Moment, ich muss. Einige Patienten frieren sich den Allerwertesten ab. Du solltest vielleicht zusätzlich Heizkörper anschaffen. Ja, ich weiß. Ich muss so vieles anschaffen. Alter, das wird herausfordernd. Richtig, richtig herausfordernd. Oha. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein Pollenpäuschen. Mal wieder. Und hoffe doch sehr, dass wir hier mit unserem vierten Krankenhaus, mit unserem riesen Krankenhaus hier irgendwie doch vorankommen, auch finanziell. Weil, nun ja, wir sind in der Kreide, aber richtig fett. Momentan, jetzt schon. Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Two Point Hospital. Ciao.